Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Es ist einfach furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen, ich vergesse immer den Part zu beenden, weil ich so konzentriert bin auf das Spiel. Das ist übel, tut mir sehr leid dafür. Bleib hier. Oh, das wollte ich nicht. Hopp. Ja, das ist klar, das ist viel zu viel Strömung, da komme ich glaube ich nicht mehr rauf. Oh doch, Glück gehabt. So, das musste mal sein. Wir haben genauso viel Sämlinge zurückbekommen, wie wir eingesetzt haben. Okay. Das heißt, wir pflanzen gleich wieder welche nach. Na nü. Oh, ich glaube, das wäre sogar gutes Wasser gewesen. Hoppala. Da habe ich mich jetzt gerade vertan. Egal. So, wir braten weiter. Nom, nom, nom. Sehr gut. Müssen jetzt noch ein bisschen auf das Wasser warten, dann können wir dahin schon gießen. Außer der Regen macht das für uns. Tatsächlich. Nice. Der Regen macht das für uns, glaube ich. Mega cool. Das ist richtig cool. Das gefällt mir. Okay, was können wir... Aha, leere Flasche für Sauerstoffflasche. Aha. Einen Topf. Was brauchen wir dafür? Metallbahn erglänzt. Wo kriegt man Metallbahn her? Ist das eine Mikrowelle? Achso, ein Empfänger. Leiterplatte. Große Anbaufläche. Nagel. Achso, ein Nagel? Das ist leicht. Huch, was habe ich jetzt gegessen? Das wollte ich gerade gar nicht. Halt! Oh. Also Blanke, es ist sehr groß geschrieben. Okay, Wasser. Auf jeden Fall mal was trinken. So. So. Was wollte ich jetzt essen? Einen Nagel wollte ich gerade holen, genau. Habe ich jetzt Nägel drinnen? Ich glaube nicht. Das bedeutet, ich muss irgendwas mit Nagel bauen. So. So. Erforschen. Wir können jetzt bauen. Kleines Trophäenbrett unter deinen Fang zur Schau zu stellen zu können. Also wenn wir Fisch gefangen haben. Sammelnetz. Fängt automatisch Objekte ab, die hereinschwimmen. Das ist mega cool. Große Anbaufläche. Lässt dich Bäume züchten. Vogelscheuche hält Seemöwen und von deinen Anbauflächen fern. Und gibt's keins. Super cool. Trockensiegel, Federn, Metallbahn. Metallbahn brauchen wir viel. Leiterplatten, Seetang. Aha, ob man den unten ernten kann. Leiterplatten wieder viel. Glas. Okay, so ein Brennofen. Da werden wir wahrscheinlich müssen irgendwann mal so eine Bauanleitung kriegen. Denke ich mal. Kann man schon wieder ernten was. Das geht viel zu schnell. So, dann können wir hier wieder. Regnet es noch? Ja. Schade, kann man zuschauen, wie die feucht geworden sind. Also die Erde halt, ne? Voll cool. Ein Schelm, der Böses deckt. Man kann auch Sachen anziehen. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe nur gedacht, vielleicht kann man sich eine Blume ins Haar stecken. Alter. Ah, brauchen wir eh nicht so dringend. Boah, das Wetter ist jetzt aber schon ein bisschen hässlich, ne? Um ganz ehrlich zu sein. Hässliches Wasser. La la la. So, eine Planke noch platzieren. Hier brauchen wir nichts weiter. Was tust denn du noch da? Geh weg. Vogelscheuche. Wo kriegt man denn das her? Oh, bah, hier haben wir Sachen. Kleines Trophäenbrett, Tisch, bla bla bla. Ich würde sagen, hier beim Essen dabei. Vogelscheuche. Wir brauchen noch Planken und Nägel. Also nur noch Planke. Nur noch Planke. Okay. Wie geht das jetzt eigentlich waffentechnisch? Ah, hier haben wir eine bessere Axt. Wie geht es mit dem Metall? Da brauchen wir Bolzen. Okay.
Ja, war so klar hier, ne? Okay. Zack. Sehr gut. Da haben wir noch eine Planke. Das müsste aber schon passen eigentlich, ne? Ich schaue nur mal kurz. So, die große Lagertruhe wollte ich auch bauen. Oh Mann, da ist so viel zum Bauen. Hey, dass ich schon wieder vergessen habe, was ich jetzt bauen wollte. Das ist echt übel. Was wollte ich jetzt bauen? Die Vogelscheuche, genau. Weiß schon wieder. Alter. So, Vogelscheuche. Die werde ich mal versuchen, hier mittig aufzustellen, in der Hoffnung, dass sie bei beiden... oder macht sie das, macht die Möwe das nur bei den Kleinen? Dann stellen wir sie genau hier hin. So, da werden wir jetzt mal Ruhe haben. Da sehe ich gerade was. Ich brauche schon wieder zu lange. Ja, das geht sie nicht mehr aus. Vielleicht kriege ich die Planke noch. Nein, niemals. Zu starker Wellengang. Keine Chance. Okay. Essen. Mahlzeit. So. Eine Kartoffel und gutes Trinken. Aber die kriege ich jetzt, oder? Nein. Never lucky. Das war aber auch ziemlich schlecht von mir. Muss man schon sagen. So. Dann. Planke. Wasser. So. Alter Schwede. Du Haifisch, ne? Jetzt ist er hin. Jetzt habe ich wieder ein Stück Fleisch bekommen. Das ist super. Tschüssi, du Trottel. Dann können wir den gleich als nächstes braten. Wenn das hier fertig, wenn die Kartoffel fertig ist. Ist schon fertig. Und rauf mit dem Haifisch. Gleich ist das Wasser auch fertig. Perfekt. Ein gutes Schlückchen. Da wäre wieder eine Insel. Schauen wir mal, ob sie was Gutes für uns hat. Jawohl, die Kiste. Ich sage immer Kiste. Das Fässchen haben wir auch. Segeln wir mal dorthin. Allerdings müssten wir uns jetzt ein bisschen drehen. Müssten wir uns ein bisschen drehen. Wenn es klappt, so wie ich mir das vorstelle. Eher nicht, okay. So. Na, geh weg. Vielleicht kann ich da noch was machen. So. Ja. Ah! Das wollte ich jetzt nicht. Achso, ich habe gar keinen Anker, ne? Ha! Ah! Da kann ich das schon vergessen. Ich ludel. Das habe ich komplett vergessen. Ach, das war jetzt wieder für den Hugo. Ich habe ja vergessen, mir so einen Anker zu bauen. Aber dafür... Sehe ich gerade was? Könnte man das hier probieren? Dafür können wir das Boot probieren. So. Und einmal die Battle. Das Battle. So, kriegen wir's.
Kiste. Jawohl. Stein. Super. Abgestürzt auch noch. Prima. Aber geschafft. Gut. Dann können wir hier wieder ernten. Und wir können wieder anbauen. So, mit Wasser. So. Und so. Jetzt wird es aber auch mal Zeit, Herrschaftszeiten, dass wir hier dann mal schöne Sachen bauen. Ich tue immer nur kochen und Sachen aus dem Meer fischen und fertig, ne? Mehr nicht. So. Braucht Wasser. Das hier braucht die Wasser da. Brutzel, brutzel. Brutzel, brutzel. Brutzel, brutzel. Zack und zack. Okay. Wo kriegen wir Scharnier her? Nagel ist nicht so schwer. Blanken ist auch nicht schwer. Scharnier habe ich, glaube ich, nur noch eine. So. Dann wären jetzt nur die Blanken das Thema. Beziehungsweise. Ja, wie gesagt, Blanken an Haufen. Na, würdest du jetzt? Alter. Unfassbar. So, einmal das hier. Das brauche ich leider zum Arbeiten. Und dann müssen wir schauen, ob wir das hier hinkriegen. Fürs Metalldingens, das klappt irgendwie noch nicht so recht. So, la, 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 la. La, 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 la. Da kommt der nächste Haifisch. Super. So, also sehr lange hatten wir jetzt nicht Ruhe vor ihm. Ha, ja, ja. Was soll's? 5 Hammer. Die Hälfte. Gut. So, schwupp. So, na. Würdest du das bitte aufheben? Dankeschön. Jawohl, nochmal 2. Da vorne wäre noch eine. Sehr gut. Und das können wir jetzt schon bauen. So. Wow. Okay, das ist wirklich groß. Das ist richtig groß. Oh. Okay. Nur einen bitte. Danke. Ich glaube, da hat nämlich nur ein Sämling Platz drinnen. Also 1 pro großen Baum, glaube ich. 1 pro großes Dings hier, meine ich. So. Alter Schwede. Ich kann nicht mehr sprechen. Okay, das war für den Hugo irgendwie. Was ist denn los hier? Jetzt. Boah. Okay, wir sind am Ende. Essen. Mahlzeit. So. Und so. Na, Fisch. So schön langsam wird's ja. Können wir hier schon wieder was... Nein. Was fehlt natürlich? Mhm. Das, was hier schwimmt. Und sich nicht aufheben lässt. Eine Planke. So. Da vorne schwimmt auch eine. Zack. Hui. So. Die Planke möchte ich auch noch gerne haben. Ich glaube, das hat hingehauen. Na. Gut. Ja. Was bauen wir denn als nächstes? Vogelscheuche, bla bla bla. Das hätte ich gerne. Ketterpflanzenklipper. Wo kriegt man sowas eigentlich her?
Keine Ahnung. Aber ich probiere mal einen Stuhl aus. Denke ich mir. Hm? Wow, so nett. Alter, ich will hier raus. Hallo? Mann, du. Unfassbar. Puh. Ich glaube, das war jetzt mehr Glück als sonst was. Puh. So, ich wollte den Stuhl jetzt eigentlich da so hinstellen. So. Ah, ein Fass. Wie kann ich wieder aufstehen? Ach so, mit E. Das war jetzt Epic Fail. So, aber wir haben es noch bekommen. Das Fässchen. Jetzt haben wir auch was zum Sitzen. Sehr gut. So schön, langsam kriegen wir ein Hausboot zusammen. Langsam und bedächtig. So, hier noch, dann hier und da, würde ich sagen. Auch hier noch eine, sicherheitshalber. Und mehr geht eh schon wieder nicht. Weil uns die Sachen fehlen. Tralala. Apropos. Ah, da hört man schon wieder. Was? Wo ist er? Weg. Super. Gratuliere. So. Super. Die Ananas sind noch nicht ganz fertig. Okay. So, wieder frisches, gutes Wasser. Da unten hat man auch noch eins brauchen für den Schuh. Und wir werden wieder eine Kartoffel braten, schon mal wieder für uns. So, ist gut, glaube ich. Ja, das war ein Schuss in den Ofen. Zack. So. Okay. Auf die Zeit muss ich wieder schauen. Gut, wir haben 17 Minuten. Ein bisschen drüber. Okay. Wir haben noch Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie viel Parts ich schon gemacht habe. Ich bin einfach nur am Zocken. Mich freut das Spiel einfach nur. Mich erfreut es. Kann ich hier was reinschmeißen? Ja, die wollte ich eigentlich schon mal reinhauen. Ja. Den Erdopfel könnte man mal essen. So. Da wieder ein Blankerl. Zack. Wenn man jetzt am Rand hier einen Zaun baut, einmal so angenommen, ne, kann dann der Haifisch das hier nicht kaputt machen? Wahrscheinlich. Oder macht dann alles zusammen hin. Das könnte auch sein. So, wir könnten auch wieder mal ein bisschen fischen. Obwohl da ein Fässchen kommt, aber vielleicht sind wir schnell genug. La 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 la. Lecker Fischi. La 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 la. Jawohl. Geht sich gut aus. Hoppala. Das war nicht so schön. So, schön hinplatzieren, dass wir das Fässchen auch kriegen. So, hat es hingehauen? Ich hoffe. Ja, Seebrasse haben wir, glaube ich, bekommen. Dafür ist die Angel im Arsch. Und habe ich die wieder weggeschmissen. Gratuliere. So, aber wir haben schon für Nachschub gesorgt jetzt. Kriege ich hier beide Kanister? Gar kein. Eins so ein Drum, so ein billiges. Ja. So. Und so. Aber so Bauanleitungen kriegt man jetzt nicht mehr, ne? Das mit dieser Antenne und so, das war jetzt das Einzige, was wir irgendwie bekommen haben. Da, 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 da. Ja, einen Hering haben wir gefangen. Ich wollte gerade schauen, haben wir jetzt was gekriegt? Ich sehe nichts. Und es ist schwer dunkel. Ich möchte jetzt hier auch noch schön
quadratisch werden, wenn es funktioniert, zumindest rechteckig. Und dann immer schön am Rand so Lampen aufbauen. Das würde mich sehr freuen, weil dann haben wir auch schön Licht. Also brauche ich gar nicht. Kommt das so schön auf uns zu? Oh, die Planke nehmen wir mit. So. Für die Lampe, was hätte ich denn da gebraucht? Laterne halt. So. Aha. Ja, wir sind durstig. Zum Glück haben wir eh schon was, glaube ich, hier. Na, haben wir nicht. Warum nicht? Warum nicht? Weil kein Feuer. Ah, wo ist denn die Ananas? So, eins, zweimal. So, das ist unsere Notgeschichtel. So, und hier möchte ich gern... So, ja, das schaut doch süß, also gut aus. So. Sehr, sehr gut. So. Sehr gut. Wegschütten, nehmen, trinken. Neues Wasser. Und zack. Okay, da hätten wir jetzt wieder ein Boot. So. Bah, du bist echt lästig. So. Oh, und die Musik geht wieder. Ja, und genau solche Fackeln hätte ich halt gern öfters hier, weil, also auf dem Floß verteilt, weil dann können wir besser sehen in der Nacht. Was? Hä? Gemüseeintopf aufheben. Alter. Das mal essen. Aufnehmen, die Planke. Na, jetzt ist der Gemüseeintopf weg. Ah! Scheiße. Dreck. Wollte ich doch noch haben. Das ist halt echt doof, wenn man immer fort alles voll hat hier, ne? Wow, die Palme ist schön gewachsen. Cool. Das schaut cool aus, wirklich wahr. Das Kreuz, wenn man für nichts mehr Platz hat, ne? Da war jetzt nur noch ein Sämling drin. Wieso das denn? Interessant. So, wir tun den mal weg. Ich brauche dringend größere Lagerkisten. Das ist fürchterlich, ist das. Das mit der Scharnier ist halt ein bisschen lästig. Schrott und Planken. Sammelnetz, das wäre aber auch cool, das anzubringen. Forschungstisch. Nagel braucht man hier, das würde gehen. So, Nägel hätten wir jetzt genug. Planken würden noch fehlen. Jetzt muss ich mal glatt was schauen. Kann man hier Scharnierteln bauen? Das ist komisch, warum? Muss ich wahrscheinlich erst lernen, ne? Okay. Also wir brauchen Balken wieder einmal. So, schön langsam haben wir zu viel, glaube ich. Regnet es? Ja, es regnet. Okay, das wollte ich auch testen. Kartoffelpflanzen kann man hier schon mal reingeben. Das funktioniert. Bäh.
Jetzt wird es dann auch schon langsam mal Zeit, dass wir hier vernünftige Sachen bauen. So, schön alles sammeln. Es ist halt sehen, tut man hier wirklich nicht viel. Der Wellengang ist auch so fies, dass man mit dem auch nicht viel was anfangen kann. Der Wellengang, der Wellengang, das ist ein Quark, der Wellengang. Ja, vor allem was überdacht, das wäre echt schön, wenn wir dann bald mal was hätten. Jui! So, komm mal her. Es ist nur erstaunlich, dass unser kleines Floß bei dem Unwetter nicht absäuft, echt. Muss man echt sagen. Gute Bauweise. So. Okay. Ich glaube, da hätte man können den Bogen probieren. Achso, wenn man den basteln kann, ne? Einfacher Bogen. Blanke. Klipper 2 und Bolzen ein. Okay. Ich glaube, da fehlt mir noch ein bisschen Klipper. Aber sonst wird es schon gehen. Meine Güte. Das habe ich wieder ganz fein hinbekommen. Ach, gekommen, lass mich raus hier. Na, würdest du jetzt auftauchen? Kruze Türken noch einmal. Unglaublich. Jetzt will ich den wegschnetzeln und falsch wieder ins Wasser. Ich bin halt auch so ungeschickt, das ist unglaublich. So, gehen wir wieder was kochen, ist gescheiter. So, was trinken. Falle ich schon wieder wirklich wie so ein kleines Kind ins Wasser. Unglaublich. Voll schief. Aber voll schief. Viel schiefer könnte ich gar nicht mehr kommen. Unfassbar. Was haben wir hier? Schrott. Hat hier noch irgendwas Platz? So. Schrott. Schön. Roher Wels. Den werden wir gleich als nächstes dann braten, wenn es geht. Passt hier nicht hin. Hä? Man braucht ein großes Feuer, um den... Da hat meine Vogelscheuche hingemacht. Man braucht ein großes Feuer dafür. Okay. Okay. Dann muss wohl der Dingens dran glauben. Ich verschütte immer das gute Wasser, weil ich immer glaube, das ist Salzwasser. So. Da wächst es und gedeiht es. Wunderprächtig. Da haben wir wieder ein Fässelein. So, ich hoffe, das klappt. Yes. Sehr gut. Und der Part ist auch zu Ende. Diesmal schaffe ich es. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Schau, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.